Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Südhermann Map zusammen mit dem Tino und dem Pixel. Hallo. Hallo. Besser spät als nie. Ja. Back to the Südhermann. Back to the Südhermann. Soll denn das heißen, sagst du? Was? Besser spät als nie? Ja, bestimmt, weil ich Hallo gesagt habe, warst du spät, oder? Richtig. Also, ich dachte, weil wir so spät dran sind. So nee, einfach. Du hast, vielleicht hast du eine Aufmerksamkeitsdefizit. Defizit, oder so. Ja, habe ich definitiv. Das ist besser. wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Eierpaletten hier oben. Genau, eine ganze Menge Eierpaletten. Ja, definitiv. Und wir haben einen neuen Mod. Die findest du bei Kategorien Mods und Überladewagen. Und zwar den Fliegel Überladestation. Ich gehe mal davon aus, das haben wir für die Erbedeppeln gemacht oder für irgendwas, dass es einfacher ist, oder? Ja. 38.000, relativ billig. Könnt ihr ja gerade hier, kann so gut wie alles Übliche überladen, außer halt die Fruchtsorten. Und die Standard. Was war das dabei? Bei Überladewagen oder Mods ganz unten. Links vom Teleskoplader. Den ja. Fliegel. Oh, cool, ja. Nice. Warum ist da zweimal Gras drauf? Geeignet zum Überladen von Häckselgut, Silage, Stroh, Holz, Schnitzel, Kompost, Einstreu und Mist. Ich muss ja noch ein Symbol kennen. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man normale Erdsachen da noch mit überladen kann. Weil die kannst du ja in dem Falle nicht so. Ja gut, beziehungsweise würde ja keinen Sinn machen. Warum kannst du mit dem Drescher abtanken? Nee, das funktioniert ja wiederum bloß mit den Dingern hier, mit den. Wie ist. Mit diesem platzierbaren Haufen. Die gibt's aber doch nur bei Dings, bei. Sehe ich jetzt nicht, was du meinst, wenn die. Mit dem Drescher, denkst du dann mit dem Drescher abtanken über diese Maschine, die das dann weiter überlädt? Und dann mit auf dem Anhänger überladen, ja. Aber, ja, das weiß ich halt nicht, ob der Drescher unter oder über dieser Maschine rein theoretisch abkippen kann, beziehungsweise abladen kann. Das werden wir sehen. Der Funken tut's ja nicht, steht ja nicht, also ist ja nicht angekippt. Ja. Ach, ich war immer in der Station zu früh. Mein Gott. Und so. War jetzt schon mal der Ecke kaputt gefahren. Übrigens, was auch lustig ist, und zwar der Gabelstapler. Der hat einen Attacher, den du an- und ausschalten kannst. Dann wäre es leichter gewesen. Naja, dann backen die Paletten quasi nicht drauf rum. Okay, cool. Ja. Komm, nochmals probieren. Also haben wir den noch? Ich weiß es nicht. Wüsste ich jetzt nicht, warum wir den verkauft haben. Ich guck gleich mal, ich hab hier gerade noch. Scheiße war. Ja, aber der kann mir nur kein Geld. Ich muss gleich mal gucken. Ich muss erst mal wieder den Hänger runter schaffen und dann gucke ich mal. Also alleine ist das B- und Entladen dieser Kisten hier ist das ganz schön ugly. Was ist denn hier los? Passt das in der Höhe nicht? Achso. Hä? Na hier eine Kolli, was für eine Scheiße. Man will ja mich hier abrollen, ich kann doch hier um einiges tiefer. Was ist denn hier das Problem jetzt gerade? Der hat hinten. Lalalala, der hat hinten Kollision gehabt, ne? Ja, aber ich will ja gerade hier seitlich reinladen. Falsch gefahren, nice. Er hat eine Kollision an der Seite.
Trefferfeld wird drüber gebrettert, oh. Sag. Sü, sag mal an, ist. Oh, genau, da bin ich nicht auch nicht schlecht. Haben wir keine mehr? Doch, doch, alles in Produktion, halt noch nicht beim Hüten extra dran. Also mit dem Scheiß hier komme ich nicht zurecht. Das ist mir. Brauchen irgendeinen, der automatisch lädt. Was ist mit diesem Medica-Ding? Lädt er nicht automatisch? Ist mir nichts bekannt. Freilich! Mensch, den haben wir jetzt schon seit 200 Folgen drin. Ja, drinnen, benutzt noch nicht, oder? Auch Blödsinn, Tür haben wir den schon benutzt. Keine Ahnung, 200 Folgen passiert viel. Zu viel für dich. Ja. Schmitz Cargo Bull. Alle Schmitz Cargo Bull. Scheiße, ist das doch, ey. Ja, hinten, warte, was war das für einer? Ich glaube, der lädt die Eier mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was die Eier automatisch lädt. Wenn ich ehrlich bin. Ja, da steht nichts da. Bei den Edeka-Ding. Gar nichts. Ich muss ein Bull-Dinger drauf. Will man kaufen? Könnte man theoretisch kaufen, ja. Kauf den mal zum Ausprobieren, wenn ich uns dann halt wieder rausnehme. Steht der Mendler. Ich hab mit dem LKW runter. Muss doch irgendwas mal funktionieren jetzt hier, ne? Weihnachten ist rum. Jupp. Heute ist der 29. Dezember. Das stimmt wohl. Der 29. Dezember. Ja. Happy Birthday to me. Ach so, du hast heute Geburtstag? Ja, oh, also. Ja. Das ist ja grauenhaft. Heute ist also der Tag, an dem du 45 geworden bist. Ja, yep, so sieht's aus. Eieieiei. Riecht man da anders, wenn man so aufsteht? Ja, definitiv. Also der Geruch tut sich schlagartig nach Mitternacht verändern. Genau, aber das kennst du ja schon. Ich meine, du bist ja nun schon 51. Also von daher weißt du ja noch, wie es war. Oder bist du schon dement? Dement auf jeden Fall. Ach das so. Muss man sein, wenn man hier mitspielt. Da muss man bestimmte Sachen einfach ganz schnell wieder vergessen. Ganz schnell vergessen, ja. Ja, Demenz kann auch kann natürlich auch ein Segen sein, ne? Ja, definitiv. So, ja, Pixelmensch, hast du Geburtstag, das ist ja ein Ding. Ja. Und ja, alles Gute wünsche ich dir. Ne? Ja, eigentlich darf man es nicht machen, weil wir nehmen es jetzt im Vorfeld auf. Ne? Am 28. Ja. Das ist blöd, ja. Ja. Ich habe mir was vorgenommen für mein neues Lebensjahr. Oh, was? Ich möchte dich nicht mehr so viel ärgern, wenn es unbegründet ist. Also darf ich dich weiterhin ärgern. Ach so, okay. Ich habe jetzt gerade kurz, habe ich gerade so gedacht, oh, hört ihn an, ein weiser Mann ist aus ihm geworden. Ja, aber, kannst du mal sehen. Ja. Ja, na, da bin ich ja gespannt. Ja. Da bin ich ja gespannt. Ich erst. Ach, was mache ich einen Scheiß wieder hier. So, Ethika ist für alle da. Schauen wir doch mal, ob... LOL. Ethika. Ob Ethika automatisch lädt. Bin gespannt. Ich wünsche dir. Ich auch. Ja, ich wünsche mir selber auch, wenn ich ehrlich bin. Da muss ich einfach mal egoistisch sein, weil ansonsten kriege ich hier Schreikrämpfe. Ich würde gerade sagen, hier liegt was rum, aber das sind die Früchte, die du verloren hast. Aber ich glaube, eine Palette hatte ich glaube ich mal verloren oder so. Zwei. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass der Edeka, ich glaube nicht, dass der das jetzt hier lädt. Das würde mich stark wundern. Warum soll es auch funktionieren? Das wäre ja totaler Blödsinn eigentlich. Scheiße, hat dieses Kackteil irgendwelche Funktionen? Machst du das, wenn du morgens in den Spiegel guckst? Sag ich immer. Denke ich mir.
Nein, Spaß. Überleg gerade, trotzdem. Ja, Türen auf und zu. Steht ja nicht mal im Backen da, wie die Türen auf und zu gehen. Oh Mann! Läuft bei dir. Liebe Jana, hättest du mal ein Brillenputztuch für mich? Lachst du denn? Nicht. Mach schon jetzt, ja. Beim Randy braucht gar nicht lachen. Die brauchen beide nicht lachen. Wer hat jemand schon mal blinder wie ich. Mir hat schon mal jemand in die Kommentare geschrieben. Die Zuschauer hatten mir geschrieben. Was wir nehmen sollen, ich muss jetzt einfach mal nachgucken, Leute, es tut mir echt leid. Das sollte man zwar vor der Aufnahme machen, aber ich muss das jetzt trotzdem mal nachschauen. Weil... Wäre schlimmer, wenn du gar nicht nachguckst. Ja. War denn das? Da, mein Lieben. Ich habe ja wieder den Durchblick. Nice. Bohnenfrisch. Ah. Läuft bei mir. So. Also, Anhänger-Kolli, das wäre ein Bug. Man müsste ihn zurücksetzen. Dann ging es oder was? Wenn ich das lese, wird mir schon wieder schlecht. Bug. Guck. Backe, backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. So, was haben wir denn hier so? Warte, Leute, gleich geht's weiter. Weißt du eigentlich, woher der Name Bug kommt? Nee. Interessiert's dich? Ja. Nee, erzähl. Also früher, als die Elektronik noch größer war, ja, richtig groß, da waren halt auch die Leiterbahnen dicker. Und Bug bedeutet ja, auf Englisch bedeutet ja Insekt, also Käfer, um genau zu sein. Und das war immer dann, wenn auf so einer Leiterplatine sich eben ein Käfer niedergelassen hat und einen Kurzschluss verursacht. Und dann lief der Computer nicht. Und da hat man gesagt, der Bug war's. Genau, es war ein Bug. Also, war ein Käfer. Aha. Das lässt mich natürlich auch an deren Hygiene zweifeln, so ein bisschen. Also, in so einem Computerraum sollte nicht viele Käfer rummachen eigentlich. Aber who knows? Aber trotzdem, so war's. Steuerung links plus Numpad plus wäre das zum Fixieren der Last auf dem Gabelstapler. Randy, haben wir jetzt eine Last auf dem Gabelstapler? Haben wir jetzt noch einen Gabelstapler, meine ich? Guck ich. Wobei, ich meine, ja. Scheiße, ey, wo stand denn das? Nö. Was nö? Nö. Wenn ich frage, was nö, dann will ich ja nicht... Keine Frage, nö. Geht nicht, oder was? Wir haben keinen. Oh, was ist denn jetzt, nach einer halben Stunde. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht. Heißt das jetzt, Randy, du kaufst einen, kommst du hochgefahren oder nicht? Oder? Ich habe deine Frage beantwortet und ja, ich kann einkaufen. 78% gekostet. Wo haben wir den? Ach, scheiße, ey. Du divers.
Meine, wieso hat denn dieser Kack-LKW jetzt eine Kolli, also dieser Schmitz-Cargo-Bull, wieso hat der eine Kack-Kolli da an der Seite? Ich verstehe das einfach nicht. Oh, ich will mich ja echt nicht mehr aufregen, aber so macht das Spiel doch keinen Spaß. Hier, 6. Dann echt, ey, dann wirklich Standard-LS und fertig, aus ist die Maus, nicht groß rumgefummelt oder rumgemache. So. Einfach hier mit gar nichts, weil nichts funktioniert. Und dann kriegt man die Kommentare geschrieben, ihr müsst euch mit dem Mods mal auseinandersetzen. Ach, Tino. Ja, mach mal ja hier. Da ist doch aber so. Warum hat denn dieser Scheißhaufen jetzt Colli auf einmal an der Seite? Ich verstehe das nicht. So. Machen wir den hier. Geht doch voll auf den Nusskasten gerade. Ex-Karre, ey. Warum mir keiner in die Kommentare schreiben, wir sollen uns mit dem Mods auseinandersetzen. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Tino, setz dich mal bitte mit dem Mods auseinander. Schnauze. Hier ist irgendwo eine. Ich komme auch nicht raus, ne? Ich komme hier, die Tür ist offen und ich komme nicht raus. Was sind bei den anderen jetzt? Oh, bei dem Schmidt. Sobald du die Türen aufmachst. Setzen einfach mal zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie auf dem Herzen ist. Sobald du die Tür. Was? Zurücksetzen. Da bringst du. Na, weiß ich nicht. Komm doch mal hoch und guck doch selber mal. Mann. Ich setz den jetzt zurück. Scheißdreck. Fahrzeug konnte nicht zurückgesetzt werden, kein Platz am Hof. Bist du? Nice. Ich fahre euch mal kurz mit den Gabelstapler. Fahrzeug ist aber nicht mehr hier übrigens. Gut, dann hat er ihn wohl doch zurückgesetzt. Kam jetzt aber, es kam jetzt die zwei Meldungen hintereinander, deswegen. Brauerei, Eierhof, da oben, alles klar. So. Überlege ich, ob ich, warte mal, bevor ich jetzt runterfahre, gucke ich jetzt, wenn ich den aufmache, huch, wo ist er denn, ob der jetzt wieder Kollision hat an der Seite oder nicht. Ach, das bumst mich einfach nur hart, ohne Scheiß. Da, ich muss nur mal die Nase putzen, Entschuldigung. Gemütliche 60 km/h, Fahrer. Nice. Ja. Leute, jetzt ist die Kollision weg, ne? Das ist doch ein Scherz, oder? Echt jetzt? Ja. Oh, passt doch. Läuft. Nee, das passt eben nicht, doch. Weil das bescheuert ist. Ja, aber es hieß ja so, ne? Hat der Kommentar geschrieben. Zurücksetzen, dann weg. Passt doch. Ja, aber was ist denn das für ein Scheiß? Und dann, wenn wir. Weiß ich nicht, weiß ich doch nicht. Wenn wir den LKW beladen haben und das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, müssen wir mit der Ladung zurücksetzen oder was? Was ja, ja nicht geht. Ja. Oh Gott, oh Gott. Hat er vorhelfen? Ne. Es kann aber sein, es könnte sein, dass der nur einmal zurückgesetzt werden muss und dass er dann geht. Zurück bitte. Das Ding ist ja unwendig, wie so. Na gut, bleiben wir auf der Straße. Das ist zu hohe Physik für mich. Gucken wir mal die, ein wilder LKW. Streift durch das Feld da. Ja, ist nur Ritzer. Majestätisch. Ich will ja jetzt hier mal was, mal was schaffen. Die Folge ist 18 Minuten. Nichts! 18 Minuten. Das bedeutet dann wiederum, naja, nix ist nix, denn jetzt ist wirklich nix, denn jetzt ist Feierabend. Däumchen da lassen nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum vorletzten Tag des Jahres. Ne, auch natürlich wieder mit Tino. Ja, sonst zu unschön. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut.